manchmal kommt es anders, als man denkt. Manchmal kommt es anders, als man sich vorgestellt hat. Das kennen wir alle. Herzlich willkommen zu dieser Andacht heute an diesem Sonntagmorgen. Ja, eigentlich wollte ich heute über die vor kurzem erfolgte Umwandlung von der Hagia Sophia von einem Museum zu einer Moschee reden. Aufgrund der Berichterstattung zu dem, ja, man kann sagen, provokativen Akt, habe ich festgestellt, dass dieser Vorgang nicht nur in mir ein religiöses Gefühl triggert hat, das irgendwie tiefer liegt. Wir haben hier eine Machtdemonstration von einem Präsidenten erlebt, der die Wirkung der Religion für seine Zwecke braucht und damit ein gefährliches Spiel spielt. Dann ist aber vor kurzem etwas passiert, das mich eigentlich viel persönlicher betroffen gemacht hat und bewegt hat. Ja, wenn aus der Hagia Sophia wieder eine Moschee wird, dann ist das eine grosse Sache von internationaler Bedeutung. Schwerwiegend für den religiösen Frieden, nicht nur in der Türkei. Aber ist es wirklich wichtig? Natürlich, das ist immer eine Frage der Dimensionen, eine Frage, was man als wichtig anschaut. Und so Fragen, ob etwas wichtig ist, die tauchen eigentlich oft dann auf, wenn irgendetwas passiert in der näheren Umgebung, wo Menschen betrifft, wo einem nahestehen, wo man vielleicht selber davon betroffen ist. Dann kann es durchaus vorkommen, dass auch international bedeutsame Ereignisse in einem selber verdrängt werden, auf die Seite geschoben werden von Umständen, wo vielleicht höchstens in regionalen Medien sonst Erwähnung finden. Aber so vermeintlich weniger Bedeutsames wird auf einmal unendlich viel wichtiger und betrifft einen auf einer ganz anderen, viel persönlicheren Ebene. Ende Juli, da ist so etwas passiert. Ihr Aare ist ein Bub vertrunken. Er war 13 Jahre alt, so alt wie der Sohn von meiner Frau, und er ist auch mit ihm in die Schule gegangen. Weil er mit seinen Kollegen im Muribad war und oberhalb der Badi verunglückt ist, haben ganz einen Haufen Leute das mitbekommen. Und ein paar von seinen Freunden haben sogar den Unfall selber miterleben müssen. Ihnen ist in dem Moment sofort bewusst worden, dass da etwas Schlimmes passiert ist. Wir anderen, wir haben nur alles rundherum mitbekommen. Die Ambulanz, die Polizei, die Sirene. Und dann eine bedrückende Stille. Irgendetwas zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Unwissen und Nichtwillen für möglich halten. Einen Tag später haben wir es dann vernommen. Der Bub hat den Unfall nicht überlebt. Und diese Woche, da hat mir gerade noch ein Gemeindemitglied erzählt, dass auch in ihrer Familie vor wenigen Tagen ein Kind verunglückt und dabei gestorben sei. Die Todesfälle, die erinnert mich an meine eigene Geschichte. Auch meine Schwester ist mit 13 mit dem Velo tödlich verunfallt. Wenn die Lebenszeit von so jungen Menschen so früh abläuft, dann ist das trostlos. Der Eindruck von Ungerechtigkeit entsteht unweigerlich. Die Verteilung von Lebenszeit erfolgt nicht gerecht. Die Ungerechtigkeit, die ist ein Skandal. Es ist der Skandal der Endlichkeit, wenn man so will. Dass wir alle nicht ewig leben, das wissen wir zwar. Aber wir gewöhnen uns nicht daran, wenn ein Kind vor seinen Eltern oder sogar noch vor seinen Grosseltern muss sterben. Und an den Skandal, an den sollen wir uns auch nicht gewöhnen. Sprachlosigkeit, Unverständnis und Trauer legen sich lähmend auf uns in solchen Situationen, sodass für einen Moment lang gar nichts mehr geht. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit.
Das bekannte Lied, das Christine Hegedorn an der Orgel heute spielt, das passt nicht wirklich zu solchen Schicksalsschlägen. Es ist eine Hymne auf die Güte von Gott, wo die Gerechtigkeit wiederherstellt und uns in seiner wohlgeordneten Schöpfung leben lässt. Ich muss sagen, zum Glück haben wir nur die Melodie gehört. Singen könnte ich so salbungsvolle Worte nicht, wenn ich mit dem sinnlosen Tod von einem jungen Menschen konfrontiert bin. Wie kann man nur so etwas dichten, wenn doch das Leben oft so anders verläuft? So ungerecht, so unberechenbar und hart, voller Zumutungen. Und gerade früher, zu Zeiten, wo das Lied komponiert worden ist, im 17. Jahrhundert, nach der Erfahrung gerade vom 30-jährigen Krieg, da hat es doch eigentlich noch viel weniger Grund gegeben, Gott zu loben für die Schönheiten vom Sommer. Wie ist es möglich, dass ein Komponist wie der Paul Gerhardt überhaupt Augen gehabt hat für das Schöne und gut Geschaffene um ihn herum, in Anbetracht von dem unermesslichen Leid, von dem jahrelangen Krieg? Ich habe den Eindruck, das ist kein Zufall. Die eine wendet sich gerade in schlimmen Momenten in der Verzweiflung an einen Gott. Und sie sprechen ihm dabei Fähigkeiten zu, oder die Fähigkeit zu, die himmelschreiende Ungerechtigkeit eines Tages aufzulösen und unser Leben auch über den Tod aus zu bewahren. Schließlich fürchten wir uns doch alle, oder fast alle, vor dem Tod irgendwie. Und man könnte mit dem Skandal von der Endlichkeit vom eigenen Leben und von der Unvorhersehbarkeiten vom Leben nur schlecht umgehen. Aber wenn wir uns mal ehrlich fragen, finden sie Trost und Hoffnung in so einem Gottesbild? Ich selber habe das Gefühl, so eine Gottesvorstellung vertröstet höchstens und spendet je nachdem nur billigen Trost. Ich kann aber auch nicht an einen Gott glauben, der unsere Lebenszeit schon im Vornherein kennt und limitiert und auf diese Art unser Leben plant und im Griff hat. Und schon gar nicht will ich an einen Gott glauben, der uns bei einem Unfall auf der Straße oder in der Aare sterben lässt. Wenn ich von solchen Unglück höre, dann passt das eigentlich zu gar kein Bild von einem guten oder einem Leben zugewandten Gott. Da ist es viel realistischer und ehrlicher, wenn auch nicht tröstlicher, wenn die Dichterin Mascha Kaleko lapidar schreibt, mit dem Tod der anderen muss man leben. Ja, es bleibt manchmal tatsächlich nichts anderes übrig. Aber was mache ich denn mit Gott, wenn ich trotzdem an dem Gott will festheben? Mir passt da ein Gedicht von Rainer Maria Rilke noch gut. Es heißt Schlussstück. Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen, lachenden Mund. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns. Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen, lachenden Mund. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns. Klar, das Gedicht, das erinnert uns an Tod. An Tod, wo jede und jede betrifft. Doch irgendwie ließ sich das Gedicht nicht belehrend, sondern finde es tröstlich. Und es lässt mich die Schönheit vom Leben und von der Natur, wie wir sie da sehen, das Blühen vom Sommer, eben gleich sehen, auch wenn rundum Schlimmes passiert. Ja, natürlich, es stimmt, irgendwann sterben wir alle und wir wissen nicht wann. Aber bis dort hin können wir und sollen wir uns am Leben freuen.
Gott ist nicht ein Gott, der unsere Lebenszeit eingestellt hat und uns ununterbrochen in Unsicherheit verzweifeln lässt, bis es endlich so weit ist. Wir sollen uns nicht zu viel Sorgen darüber machen. Zum Glück hat der 13-jährige Bub nicht ständig in Sorge vor einem Unglück gelebt, das er in den Aare gespielt hat. Nein, er hat bis zum Unfall einen unbeschwerten Nachmittag mit seinen Freunden verbracht und nicht den Tod vor Augen gehabt. Die meisten von uns leben zum Glück ein Leben, das nicht ständig durch die Angst vor dem Tod überschattet ist. In der Bibel schreibt der Matthäus einen kurzen Abschnitt, wo es eigentlich ein bisschen um das geht. Dort heisst es: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder was ihr anziehen werdet. Wer von euch vermag, durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzuzufügen? Sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag, der wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Last. Stattdessen soll man sich aufs Reich von Gott ausrichten, heisst es, und sich nach Gerechtigkeit umschauen, schreibt der Matthäus auch noch. Dann werde einem alles andere dazugegeben. Aber was heisst denn das jetzt? Das Leben soll man der Suche nach dem göttlichen Reich und nach Gerechtigkeit widmen. Das ist ein starker Fokus aufs Hier und Jetzt und kein Vertrösten auf ein Jenseits. Damit ist gemeint, dass wir für die Menschen um uns herum da sein sollen, uns mit ihnen freuen und ihnen auch im Leid zur Seite stehen. Und da wird gesagt, dass es Gerechtigkeit effektiv gibt. Wir müssen aber schmerzlich feststellen, dass die Gerechtigkeit sich nicht darin erfüllt, dass unsere Lebenszeiten immer irgendwie sinnvoll verteilt sind. Gerechtigkeit scheint sich uns nicht unbedingt sinnvoll zu erschliessen. Sie ist nicht immer nachvollziehbar oder nach menschlichem Maßstab gerecht. Müssen wir es dann überhaupt begreifen, wenn ein junger Mensch stirbt? Das hat im Gespräch mit der Frau aus der Gemeinde eine andere Frau gefragt, die auch dort dabei war. Müssen wir es dann überhaupt begreifen, wenn so etwas passiert, das überhaupt keinen Sinn macht? Jede Antwort auf die berühmte Frage nach dem Warum bleibt schließlich auch immer unbefriedigend und vorläufig. Und auch diese Antworten ergeben meistens, ehrlich gesagt, wenig Sinn. Was soll ich sagen an einer Beerdigung von einem jungen Menschen, der unter tragischen Umständen ums Leben gekommen ist? Fromme und trostversprechende Worte stossen mich in solchen Situationen noch mehr ab als sonst schon. Wenn etwas Schlimmes passiert, wie der Unfalltod von einem Kind, dann ist das nicht nur eine theologische Herausforderung, sondern im Grunde genommen einfach eine menschliche. Nein, es macht keinen Sinn. Und wir müssen dem Ereignis auch keinen Sinn aufdrücken. Da kann es vielleicht helfen, das Leben nicht vom Tod her zu denken. Und auch unseren Glauben vom Tod am Kreuz oder vom Tod auf der Strasse oder in den Aaren zu lösen. Ja, es ist so. Der Glaube wird in so einem Moment heftig auf die Probe gestellt. Aber das soll er auch. Ich will kein Schönwetterglauben, der mich gerade dann nicht mehr trägt, wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. In dem Sinn kann der Glaube auch eine Übung sein, den Tod, der immer unter uns ist, auszuhalten. Und zu wissen, dass ich mit meinem Glauben nicht allein bin. Und dass mein Glaube nicht ausgerichtet sein muss, allein auf ein Jenseits, wo dann mal alles soll besser sein soll. Wer weiß das schon? Nein, mein Glauben ermutigt mich, ein lebensbejahendes Leben zu führen und mich zu freuen an kleinen und grossen Sachen. Mit meinem Glauben laufe ich nicht auf den Tod zu, sondern von ihm weg. Ich negiere den Tod dabei nicht, aber ich wechsle Perspektiven und wende mich dabei am Leben zu. Darum gefällt mir das Gedicht vom Rilke. Ja, der Tod ist gross, wir sind die Seinen, aber lachenden Mund. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und eine gute Zeit. Gott behüte unser Rausgehen und Reinkommen von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen.